Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und heute möchte ich euch mal kurz teilhaben lassen, wie ich auf die Schnelle hin Flyer erstelle. Heute Morgen hat mir jemand angerufen und sagt: Oh, hilf mir bitte, wir brauchen auf den 1. Mai einen Flyer fürs Westernreiten. Kannst mir was machen? Okay, Schritt 1, Daten und alles habe ich schon da. Okay, Schritt 1 war, ich mache mir einen kurzen Überblick, wie sowas auszusehen hat. Sie wollte einen viereckigen Flyer. So, dann machen wir das mal kurz. Einen viereckigen Flyer. Grob. Bitte nicht nachmessen. Es stimmt so oder so nicht. So, und auf dem viereckigen Flyer habe ich mir überlegt, mache ich hier oben die Einladung. Da schreibe ich mir dann Einladung hin. Einladung. So, und dann mache ich mir hier ein Pferdchen hin. So. Und hier unten mache ich mir irgendwas, noch irgendwas anderes hin. Ein Bild. So, und hier kommt der Text hin. Soweit, so gut. Also, gesagt, getan. So, im Großen und Ganzen mache ich das immer. Mache ich das hier mal weg. Verwerfen. Okay, dann öffne ich mir mein GIMP und suche mir erstmal die Bilder. Ich gehe hier über pixabay.com und habe mir als erstes mal reingegeben, das ist alles kostenfrei und ich darf die alle verwenden. Steht auch hier, du kannst kostenlos runterladen, verändern und beliebige Zwecke verwenden, auch in kommerziellen Anwendungen. Namensnennung ist nicht ernannt. Sehr gut. Also, ich gebe hier eine Textur und schau mal, was es hier für Texturen gibt, was zu Reiten, Western und sonstigem passt. Ich gucke hier mal auf die Schnelle hindurch. Was haben wir? Das sieht gut aus und das sieht gut aus. Okay. Kostenloser Download. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr die Originalgröße runterladen. Solltet ihr nicht angemeldet sein, könnt ihr euch immer nur entweder S, M runterladen und dann müsst ihr auch immer ein Captcha eingeben. Also, ich gebe mir jetzt hier mal Scrapbook. Passt. Okay. Lädt mir runter. Als nächstes suche ich nach Pferd. Was können wir hier als Pferdchen reinsetzen? Ich habe mir hier mal vorgenommen, ich könnte das hier nehmen. Ich muss sagen, ich habe das vorhin schon mal runtergeladen. Ja. Sucht ihr euch auch die Größe aus. Und was brauche ich denn noch? Irgendwas mit Western. Irgendwas mit Western. Gibt es hier noch irgendwas mit Western? Western, 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 Western. Nix. Gibt es außerdem sehr, sehr viele Bilder drin. Gucke ich mal hier noch mit Western. Und was hätten wir denn da? Gibt es so viele Bilder? Aber ich habe mir hier auch schon eins runtergezogen, auch schon von Pixabay. Naja, auf jeden Fall, das möchte ich euch mal zeigen. Hier findet ihr so ziemlich alles. Und ich habe mir schon alles runtergeladen. So, nun gehe ich hin als erstes, öffne ich mir mein Scrapbook als Grundvorlage. Okay, es ist viereckig. Ansonsten hätte ich mir das jetzt geschnitten. Ich dupliziere mir diese Ebene einmal. Oh, und wie schon gesagt, habe ich gedacht, hier oben der Schrift Einladung, hier unten der Text und hier drüben mache ich Bilder hin. Da ich ja ein Freund bin von Transparenzen und sonstiges, habe ich mir überlegt, okay, wir gehen jetzt hin, als Ebene öffnen und suchen uns das Pferdchen raus. Ja, okay. Das Pferdchen haben wir. Das skalieren wir jetzt mal mit dem Skalierwerkzeug in die Mitte reinklicken. Feststelltaste halten und kleiner machen. Skalieren. So, passt mir das? Versuche ich hier oben hin. Wäre eigentlich die ideale Größe. So. Und nun gehen wir hin. Könnt ihr machen? Ich mache es halt jetzt mal so. Farben entsättigen 0
Okay, dann schaue ich, Rechtsklick drauf, Alpha-Kanal ist da, okay. Und nun gehen wir auf Bild, nein, auf Ebenen, Transparenz, Farbe nach Alpha. Und ihr seht, es ist durchsichtig geworden. Okay, nun Rechtsklick, Ebene auf Bildgröße. Was wir jetzt hier sehen ist, wir haben hier noch das Dunkle und das machen wir jetzt weg mit einem Radierer. Weich 25 und groß. Und jetzt könnt ihr hier unten über den Rand, wichtig ist, ihr müsst auf dieser Ebene sein, könnt ihr hier unten den dunklen Rand einfach ein bisschen entfernen. Warum arbeite ich immer mit dem 25er Pinsel? Das zeige ich euch jetzt gleich. Wenn ich nämlich hier richtig schön nah dran gehe, nimmt es mir nur leicht die Konturen außen ein bisschen weg und nicht, wenn ich jetzt komplett radiere. So, nun habe ich das Bild schon angepasst. Ich könnte jetzt hier noch mit Modus arbeiten und zwar abwedeln. Wenn ich jetzt abwedle, ist es komplett weg. So, normal. Ich könnte aber jetzt Multiplikation, dann wird es ein bisschen dunkler. Ich könnte Faser mischen, dann wird es ins Papier, seht ihr hier, ins Papier reingeprägt. So, Faser mischen ist okay. Als nächstes habe ich mir überlegt, als Datei, als Ebene öffnen, habe ich mir so einen Cowboy-Hut auch über pixabay.com runtergeladen. Gehen wir auf OK. Was möchte ich mit diesem Cowboy-Hut machen? Ich möchte diesen Cowboy-Hut als Kreis mich mir unten ein bisschen einblenden. So, dazu gehe ich hier oben auf das Ellipse-Werkzeug und damit ich einen Kreis, so kann ich den Kreis nicht schön gleichmäßig machen. Wenn ich aber mir einen Kreis aufziehen möchte, der gleichmäßig ist, gehe ich hier unten auf fixierte Seitenverhältnis. Und nun kann ich hier oben gleichmäßig einen Kreis aufziehen. So, STRG C oder hier oben über Bearbeiten, Kopieren. So, dann neue Ebene. Okay. Und dann STRG V und Ebene verankern. So, jetzt kann ich das Bild ausmachen. Zack. Und schon habe ich meinen Button, was auch immer. Dies nehme ich, setze ihn mir mal hier runter und skaliere ihn mir noch ein bisschen auf die Größe hin. Feststelltaste. Kleiner skalieren. Ausrichten. Ja. Gehe ich mal mit der Deckkraft ein bisschen runter. Okay. Und jetzt gehe ich hier mal auf Modus. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Faser mischen. Ist mir zu heftig. Gehe ich noch ein bisschen runter, bringt mir auch nichts. STRG Z, Z, alles zurück auf Originalzustand. Dann machen wir erstmal hier raus, nochmal auf die Originalgröße. Machen wir hier raus eine transparente Ebene. Das heißt, Rechtsklick, Ebenenmaske hinzufügen, weißvolle Deckkraft. Füllwerkzeug, kreisförmig, in die Mitte rein, gerade falsch rum, zack, so, jetzt gehen wir noch mit der Deckkraft ein bisschen runter. Okay, gefällt mir. Bestätigen mit Enter. Rechte Maustaste,
Ebenenmaske anwenden. Nun setze ich mein Bild, das mache ich jetzt wieder ein bisschen stärker, von dem Cowboy-Hut hier runter, wo ich es gern haben möchte. Schau mal, ob ich was. Ja, ein bisschen von der Deckkraft runter. Modus. Faser mischen. Und jetzt habe ich hier noch einen Rand. Und diesen Rand hole ich mir wieder mit meinem Werkzeug, Pinsel 25, auf diese Ebene. Raus. So. Rechtsklick, Ebene auf Bildgröße. Jetzt kann ich noch ein bisschen verschieben, wenn er mir von der Position ja noch nicht so schön passt. So. Okay. Hut, Stiefel, Pferd, passt zu Western. Oh, nochmal. Rechtsklick, Ebene auf Bildgröße, passt alles. Nun gehen wir in die Schrift. Wir nehmen unser Schriftsymbol. Ich habe mir eine Schrift von Old Western runtergezogen, von davons.com. Da arbeite ich gern bei solchen Sachen. Auf eine Schriftgröße von 50 mit einer Farbe von Schwarz und schreibe hier oben mal Einladung. Jetzt ist es natürlich zu klein. Markiere ich hier und fahre. Oh, was habe ich denn da geschrieben? Einladung. Wer der deutschen Sprache nicht mächtig ist. So. Richte es mir aus. Doppelklick. So. Nochmal hier Buchstabe anklicken. Vor das L, Retour N. Einladung. So. Jetzt mache ich die Farbe noch ein bisschen anders. Nee, ich mache das folgendes. Damit es auch eingeprägt ist, tippe ich auf diese Textebene Modus. Faser mischen. Wenn ihr jetzt seht, kommt der Untergrund mit raus. Genauso wie beim Pferd, überall. So. Nächstes habe ich gesagt, hier unten kommt der Text rein. Lasse ich gerade auf die 50. Einladung zum Westernreiten am 1.1.2016. 16. Neuenburg, hier wohne ich. Reitplatz. Oh. Das Ganze setze ich jetzt rechtsbündig. Vergrößere mir die Sache hier noch ein bisschen. Setze mir das einigermaßen hier hin, dass das schön aussieht. Modus Faser mischen eingeprägt. Und schon ist ein Flyer auf die ganz schnelle Art entstanden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Probiert selber ein bisschen rum. Ihr könnt damit sehr, sehr viel machen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Bis dahin, tschüssi, euer Rolf.